Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen, ja, eventuell etwas größeren Infovideo. Das weiß ich jetzt noch nicht, ich habe hier aber vor mir einen Plan, wo ich einiges aufgeschrieben habe und möchte das jetzt mal so nach und nach durchgehen. Ich habe mir in der letzten Zeit noch einmal wesentlich Gedanken gemacht über, ja, den Kanal und wie, ja, über Projekte, Upload-Pläne und so weiter, weil ich ja nicht so ganz zufrieden war und dementsprechend wird sich ein ganz klein wenig was ändern vielleicht. Ich möchte das mal so sagen. Ich habe ja, als ich Luna 2 gestartet habe, habe ich ja gesagt, hier, das ist mein neuer Sendeplatz. Und ja, ich möchte jetzt mal kurz, bevor ich jetzt darauf eingehe, was ich hier eigentlich jetzt umbauen möchte, erstmal definieren, was meine ich eigentlich mit Sendeplatz. Die meisten können sich es wahrscheinlich schon denken. Ein Sendeplatz, das bedeutet bei mir ja ein bestimmter Platz im Uploadplan. Also eine bestimmte Projektart an, ja, nicht an einem bestimmten Tag, aber die eine zu einer bestimmten Anzahl auf die Woche hochgeladen wird und eine bestimmte Minutenanzahl, die die Parts dieser Projekte lang sein werden. Ja, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ich sage es jetzt mal an einem Beispiel. Und zwar nehmen wir gleich mal Luna 2, was ja jetzt vor kurzem gestartet hat. Ja, das wäre eben so, wie ich es zumindest vorhatte, der Sendeplatz, der einmal pro Woche 45 bis 60 Minuten ist. Und das wäre dann eben, ja, ein RPG. Ich habe es aber jetzt noch genauer gemacht. Und zwar habe ich mir das alles nochmal gründlich überlegt, wie wir das machen wollen. Ich habe mir 5 Sendeplätze überlegt, die ich füllen möchte. Und zwar wäre da als allererstes der Sendeplatz des Haupt-RPGs. Also ich werde immer ein Hauptspiel, ein, ja, Hauptprojekt machen, das ja auch eigentlich immer ein RPG sein wird. Logischerweise, RPG ist halt das, was ich am meisten mache. Und ja, das ist ja im Moment Skies of Acadia. Vorher war es Chrono Trigger, das Hauptprojekt. Und das wird auch weiterhin, ja, jetzt 5-mal die Woche wird das kommen. Jeweils habe ich mir überlegt, also im Moment kommt, glaube ich, Skies of Arcadia nur 4-mal, oder? Bin jetzt nicht ganz sicher. 5-mal die Woche, so war es bei Chrono Trigger auf jeden Fall auch. Und dann bleiben wir auch bei den 30-Minuten-Parts. Ja, damit wir da eben gut vorankommen, weil diese Projekte ja meistens auch sehr lange Spiele sind. Gut, dann, wenn ich jetzt sage Haupt-RPG, ist es natürlich klar, dass es auch ein Neben-RPG geben wird, ja. Der zweite Sendeplatz, der befüllt wird, ist das sogenannte Neben-RPG. Das heißt also, ja, ein weiteres Rollenspiel, das ich Let's Playen werde und das eben allerdings nicht das Hauptspiel sein wird, sondern eben ein Nebenprojekt sozusagen, ja. Das ist dieser zweite Sendeplatz. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ja, wenn es ein RPG ist, einmal die Woche ist doch etwas zu wenig, weil, ja, ganz einfach, weil RPGs halt in der Regel sehr lange sind. Ja, manche nicht ganz so, manche extrem lange, aber ich denke mal, man kann schon sagen, dass eigentlich fast jedes RPG nicht gerade kurz ist. Wenn man es jetzt mit Resident Evil oder Silent Hill in solchen Spielen vergleicht, die eben doch, ja, nicht allzu lang gehen, sage ich mal. Deswegen wird das Nebenprojekt, neben RPG, wird 2-mal pro Woche ab jetzt kommen. Und zwar habe ich mir da überlegt, nicht wie vorher 45 bis 60 Minuten, das wird dann nur 45 bis 50 Minuten sein, also so 5 Minuten Toleranz, beziehungsweise, na gut, kann es natürlich immer auch mal vorkommen, dass ich die auch mal überschreiten muss, aber in der Regel nicht, hoffe ich doch.
Damit hätten wir dann, sagen wir mal, wenn es 50 Minuten wirklich sind, hätten wir dann 100 Minuten pro Woche. Vorher waren es. Ja, gut. Ja, vorher wären es, wenn man wirklich eine Stunde gemacht hätte, 120. Ich habe ja bei Luna in den ersten beiden Projekten aber auch nur. Ich müsste das nochmal überlegen. Kopf fällt mir gerade ein. Also dann ist das ja doch nicht mehr als vorher. Es sollte eigentlich mehr als vorher werden. Vielleicht mache ich da, bleibe ich da einfach bei den 45 bis 60 Minuten. Das muss ich jetzt nochmal. Da könnt ihr mir ja mal Rückmeldung geben, was ihr dazu meint, weil wenn ich jetzt bei 45 bis 50 bleibe, dann ist es ja gar nicht mehr als vorher. Oder? Ah nee, Quatsch. Ich habe falsch gerechnet. Es war ja nur ein Part vorher. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. Es bleibt also bei den 45 bis 50 Minuten. Gut. Damit haben wir die zwei Sendeplätze abgehakt. Dann gibt es den dritten Sendeplatz. Und dieser ja, wird immer ein ja, Grusel-Horrorspiel oder ein Point-and-Click-Adventure sein. Ja, Point-and-Click-Adventure habe ich ja bisher einmal erst gemacht, nämlich Geheimakte. Und möchte das aber doch jetzt ein wenig häufiger machen. Also ich möchte das nicht jetzt bei Geheimakte belassen, sondern möchte weitere Spiele, weil die Leute, die Geheimakte vielleicht gesehen haben, warten jetzt vielleicht auf ein weiteres Point and Click. Das soll auch kommen und das wird auch kommen. Und zwar ja, direkt im Anschluss an mein derzeit laufendes Silent Hill 3 LP. Und da wird es noch ein Vote geben. Ja, und zwar hier so, ne, zum Ende dieses Videos hin. Wer jetzt direkt dorthin möchte zu dem Vote und sich das anhören möchte, ohne jetzt mein Gefasel weiter anzuhören, dem, ja, dem werde ich jetzt wahrscheinlich einblenden, an welcher Minutenzahl ihr das hören könnt. So, gut, so viel dazu. Genau, da läuft also immer Grusel. Ich hätte mir erst überlegt, Point und Click und Grusel im Wechsel, aber ich glaube, im Wechsel immer so genau werde ich es nicht machen, weil, ja, ich glaube, das möchte ich mir doch ein bisschen offen halten. Aber es wird, denke ich mal, schon allgemein so ein bisschen gleichmäßig kommen. Ich hoffe es zumindest. Gut. Ja, und das Ganze wird jeweils dreimal pro Woche kommen und auch da bleiben wir bei den obligatorischen 30 Minuten. Gut, dann kommen wir zum vierten Sendeplatz. Auf dem vierten Sendeplatz wird jeweils ein, ja, Projekt mit einem Kollegen stattfinden, sofern ich da irgendwas, finde halt jeweils. Und zwar, ja, wird das halt immer in Alternate oder Together oder was auch immer, in welcher Art auch immer man da zusammenarbeiten kann. Immer mit irgendeinem Kollegen was sein oder auch vielleicht auch mal mit mehreren, ich weiß es nicht. Also es wird immer ein Gemeinschaftsprojekt sein. Und ich habe eigentlich vor, obwohl das natürlich auch noch von dem Kollegen abhängt, mit dem man das jeweils macht, oder der Kollegin. Jedenfalls habe ich das vor, das so zu belassen, wie es im Moment mit Golo bei Alundra läuft, nämlich 14-tägig das zu machen. Das ist immer im Wechsel, eine Woche der eine, andere Woche der andere, zumindest dann, wenn es ein Alternate ist. Okay, wenn es ein Together ist, kann man es ja genauso handhaben. Aber ich gehe viel zu sehr ins Detail, das interessiert euch wahrscheinlich alles gar nicht so sehr. Also 14-tägig und auch da bleiben wir bei dem jetzigen. Bei den 3x 20 Minuten, also 3 Parts pro Woche je 20 Minuten. So, der letzte Sendeplatz ist einer, der eventuell nicht ewig Bestand haben wird, der fünfte. Das wäre dann auch schon wieder einer mehr, als ich aktuell habe. Glaube ich zumindest. Nee, doch, habe ich doch. Aber. Dass der fünfte Sendeplatz ist der Sendeplatz, auf dem Moment, dass ich nenne es mal, ja, ich habe es ja Let's Together genannt, also das mit Blaze, das Shadow Hearts, was ich mit Blaze zusammen mache, wo er halt immer dauernd oder halt von vorne bis zum Ende Gast ist.
Und da wird ja nach Silent Hill wollte ich jetzt sagen, ich Idiot, nach Shadow Hearts werden wir da ja Kudelka machen und ja, eventuell, aber das ist ja Zukunftsmusik, ob das dann klappen wird mit Blaze und so weiter, das weiß ich jetzt noch nicht, aber eigentlich haben wir es so geplant, zumindest locker geplant, dass wir dann natürlich auch noch Shadow Hearts Covenant noch machen werden. Noch nach Kudelka, also die ganze Reihe, ob jetzt noch Shadow Hearts 3, das haben wir nicht besprochen, also das sehen wir dann. Das ist ja noch sehr entfernte Zukunftsmusik. Gut, aber das ist der Sendeplatz und sollte irgendwann eben nichts mehr mit Blaze zusammen gemacht werden. Oder sollte tatsächlich das alles gelaufen sein, dann wird dieser Sendeplatz entfallen und das bleibt dann bei den. Ja, entweder bleibt es bei den Vieren, den anderen Vieren, oder ich mache da irgendwas anderes auf dem Platz. Das überlege ich mir dann noch. Kann ja noch ewig hin sein, theoretisch. So. Das jetzt erstmal dazu. Das habe ich ja viel länger in die Länge gezogen, als ich es eigentlich wollte. Aber gut, lassen wir das. Ich möchte jetzt mal ein Wort verlieren zu dem Thema Aufnahmen. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert immer. Ich habe ja teilweise immer mal wieder ja im Voraus aufgenommen, also was weiß ich, bei meinem ehemaligen Silent Hill Projekt, Silent Hill 1 war es so, da war ich glaube ich fertig mit den Aufnahmen des gesamten Projekts, als ich gerade den vierten oder fünften Part erst hochgeladen hatte damals, also das war extrem. Das kam bis jetzt noch nicht wieder vor, aber ich habe es immer mal wieder, dass ich eben, ja, es ist bei mir so, ich habe nicht immer Bock. Und wenn ich mal Bock habe und Bock habe, auch ein bisschen länger zu machen, dann möchte ich mich eigentlich ungern bremsen, weil ich unbedingt zeitnah aufnehmen muss. Und dann ist es auch noch eine Zeitfrage. Man hat ja auch nicht immer Zeit. Und ich gerate leicht unter Stress, wenn ich jetzt weiß, oh, ich muss da noch mo morgen wieder das aufnehmen und übermorgen wieder das, weil ich das zeitnah haben will. Und wenn ich jetzt mehr aufnehme, dann ist es halt nicht zeitnah. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir es erst überlegt. Ich sage es mal so, ich werde versuchen natürlich öfter mal irgendwo zeitnah zu bleiben. Aber ich kann, so leid es mir tut, darauf keine Garantien geben. Also es kann immer wieder vorkommen, dass ich ja, mehrere Videos im Vorlauf habe, also im Vorab gemacht habe und eben dann entsprechend ja auf bestimmte Hinweise, Tipps nicht mehr eingehen kann. Es tut mir auch leid, aber es ist schwerlich anders zu machen. Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Ja. Jetzt habe ich hier auf meinem Zettel warten stehen. Jetzt weiß ich nicht, was das heißen soll. Warten? Ja, keine Ahnung. Ja. Gut, egal. Kommen wir zum Thema Gäste. Das Thema allgemein wollen wir jetzt nicht weiter groß besprechen. Es gibt immer Leute, die Gäste befürworten. Es gibt Leute, die sagen, nee, keinen Bock, irgendwen da bei dir noch im Video zu hören. Ich will nur dich. Auf Deutsch gesagt. Das klingt ja, ich will nur dich. Lassen wir das. Nein, also ja, ihr wisst, was ich meine. Aber das will ich jetzt nicht weiter thematisieren, dass, wie gesagt, da gibt es immer Befürworter und Gegenargumente. Ich möchte nur sagen, Gäste werde ich eigentlich hauptsächlich nur noch in den Rollenspielen haben. Ja, weil im Point and Click habe ich zwar auch bei Geheimakte Gäste mal gehabt, aber ich möchte das doch mich allein erstens da durchbeißen. Zumindest nicht direkt im LP-Gast. Bei Horror sowieso nicht. Und ja, was sonst noch so ist, weiß ich nicht. Also ich sage mal, generell in Rollenspielen werde ich Gäste haben. In den anderen Sachen nicht. Ja. Und an der Stelle möchte ich auch gerne sagen, beide Projekte von mir, beide Rollenspielprojekte von mir, die gerade laufen, Luna 2 und Skies of Acadia, sind jetzt offen. Allerdings kann es auch sein, vor allem bei Skies of Acadia, dass ja, ihr da eben ein bisschen Vorlauf habt. Das heißt,
Wenn jemand Gast ist, kann es ihm passieren, dass er eben schon, ja, was sieht, was erst eine Ecke später kommt. Ja, das nur dazu. Zu Gast habe ich ja schon was gesagt. Ich weiß nicht, warum jetzt. Ist egal. Da habe ich ja schon was gesagt. Gut, lassen wir das. Genau, da ist nämlich die Zeitnähe also auch nicht garantiert. So, das zu diesem Thema. Jetzt möchte ich noch kurz zum Thema Uncharted kommen. Wie ihr wisst, ist Uncharted im Moment auf Pause. Ja. Ich habe es aber nicht abgebrochen. Ich habe auch bereits zwei Parts nochmal aufgenommen, seitdem ich die Pause eingeleitet habe. Und es ist aber so, dass ich jetzt die noch nicht gleich hochladen möchte. Die habe ich auch schon ein bisschen länger wieder. Sondern ich möchte mir da ein kleines Polster erstmal haben und dann werde ich so zwischendurch mal nach Lust und Laune. Ja, Parts bringen, hoffe ich doch. Wie gesagt, es ist nicht vergessen und es wird aber jetzt nicht irgendwo wieder im Upload-Plan auftauchen. Es kommt, wenn es kommt. Ganz einfach und ja. Das ist immerhin besser, als wenn es gar nicht mehr kommt, denke ich mal. Gut. Ja, damit sind wir ja auch am Ende von allem, was ich jetzt erstmal so sagen wollte. Wir kommen jetzt zum Vote. Ja. Ich habe vor, euch das Projekt, was nach Silent Hill 3 kommt, das Point-and-Click-Adventure, wie schon am Anfang erwähnt, habe ich vor, euch ja entscheiden zu lassen, und zwar aus drei Vorschlägen, die ich euch jetzt unterbreiten möchte. Ja, ihr habt drei Spiele zur Auswahl, die ich dann für euch Let's Playen würde. Das ist als erstes Baphomets Fluch, und zwar der Director's Cut. Baphomets Fluch, ja, viele werden es wahrscheinlich kennen, ein absoluter Point-and-Click-Klassiker eigentlich. Ganz tolle Story und ja, sehr witzig vor allen Dingen auch. Teilweise, zumindest im ersten Teil. Und wie ich ja bereits gerade gesagt habe, der Director's Cut, das ist eine Version, eine überarbeitete Version für die Wii. Also ich bin, ich glaube, das ist wirklich nur für die Wii rausgekommen. Ich habe es auch hier auf der Wii und werde das dann auch, wenn ihr es wählt, auf der Wii spielen. Ja. Das sind dann eben im Director's Cut sind ein paar zusätzliche Szenen drin. Vor allen Dingen ganz am Anfang gibt es eine längere spielbare Szene, die halt im Originalspiel nicht vorkommt. Und dann sind auch noch, ja, so wie typische Rätsel, nicht wie typische Rätsel, aber sagen wir mal so Rätsel, die man eben ja nur mit Wii-Steuerung machen kann, rein theoretisch gesehen, sind da immer wieder ins Spiel eingebaut, die halt vorher auch nicht drin waren. Ja, das sind die Unterschiede und die Grafik wurde natürlich noch etwas aufgehübscht, sage ich mal. Das sind die Unterschiede zum Original Baphomets Fluch und das wäre mein erster Vorschlag. Mein zweiter Vorschlag wäre Geheimakte 2, Puritas Cordis. Ja, ganz einfach, Geheimakte habe ich ja bereits gemacht. Und was liegt da näher, als Geheimakte 2 zu machen? Jo. Hab's ja auch schon gesagt, dass ich es irgendwann machen werde. Ob es jetzt dann bald sein wird, das entscheidet ihr. Natürlich wird Nina wieder vorkommen, Max wird wieder vorkommen und wer sonst noch so vorkommen wird, das werdet ihr sehen, falls ihr es entsprechend voten werdet. Genau. Gut, das dazu. Und dann kommen wir zum letzten Vorschlag, also, und zwar das einzige Spiel, was dann blind wäre unter den drei Vorschlägen für mich. Die anderen beiden habe ich bereits mal gespielt. Und zwar heißt das Spiel Runaway.
Runaway ist, ja, weiß nicht, wie bekannt das ist, weiß ich gar nicht so genau, aber es soll sehr gut sein. Es gibt auch einen zweiten Teil, soweit ich weiß. Einen dritten Teil, was heißt soweit ich weiß? Es gibt einen zweiten, ich habe den zweiten, ich habe auch beide hier stehen, glaube ich, bin ich sicher. Einen dritten bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob es auch einen dritten gibt, aber da zu dem Spiel kann ich jetzt gar nicht mal so viel sagen. Ich hatte mich zwar mal so ein bisschen informiert drüber. Also so ein bisschen, ohne mich jetzt groß spoilern zu lassen. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ich weiß nur, dass es doch recht gut sein soll. Und wer es von euch kennt, der ja, kann das ja vielleicht bestätigen oder auch nicht. Jedenfalls wäre das mein dritter Vorschlag und es wäre, wie gesagt, Blind. Wobei die anderen zwar nicht blind wären, aber ihr wisst ja, bei meinem Gedächtnis, es würde wahrscheinlich trotzdem nicht einen allzu großen Unterschied machen, vermute ich mal. Jo, dann könnt ihr voten, für was ihr euch denn entscheidet. Und ich würde mal sagen, ihr dürft voten so lange, wie ihr möchtet. Ja. So lange, bis ich den letzten Part von Silent Hill 3 hochgeladen habe, sage ich mal, ja. Also an dem Punkt, wo Silent Hill 3 veröffentlicht ist, der letzte Part von Silent Hill 3, an dem Punkt endet der Vote. Ganz einfach. Bis dahin habt ihr Zeit. Das dürfte noch ja, eine ganze Ecke hin sein, denke ich mal. Also fleißig voten unter diesem Video oder ja, meinetwegen auch in den Kanalkommentaren. Das soll mir egal sein. Bitte schickt mir keine Privatnachrichten, weil ja, das müsste ich mir dann aufschreiben. Die gehen manchmal verloren. Und ich möchte es ganz gerne alles lesbar haben. Gut, das dazu. Jo, das war dann insgesamt, mal gucken, wie lang das jetzt war. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das war mein Info- und Vote-Video. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Ich muss jetzt nochmal schauen, mit was für ja, ich das hinterlegen werde, irgendwelchen Bildern. Wahrscheinlich werde ich von den vorgeschlagenen Spielen kurz was reinhauen. Ihr werdet es ja dann sehen. Ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, ihr seid jetzt informiert und ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, ciao, euer Dreamworld.